Hallo Menschen, ich möchte heute Do Not Say We Have Nothing von Madeleine Tien rezensieren. Dieses Buch kommt im September auch auf Deutsch heraus und es war sowohl für den Booker als auch den Baileys-Preis nominiert. Und ich muss zugeben, es hat ein ganzes Stück gedauert, bis es mich packen konnte. Am Anfang hatte ich zwar auch nicht mal direkt eine Kritik, also immer wenn ich es gelesen habe, fand ich es durchaus gut, aber immer wenn ich es gerade nicht gelesen hatte, hatte ich auch nicht das Bedürfnis, es sofort wieder in die Hand zu nehmen. Und das ist ja meistens schon ein Zeichen dafür, dass es zumindest nicht perfekt ist. Ich glaube aber, es lag daran, dass wir halt hier eine Rahmenhandlung erstmal haben, und zwar in Kanada, so zwischen 1989 und der Jetztzeit, aus der Ich-Perspektive der damals am Anfang erst 10-jährigen Marie. Und diese Marie trifft dann jemanden, der ihr die Binnenhandlung prinzipiell erzählt, oder ich weiß nicht, ob immer alles erzählt wird, auf jeden Fall hat die Binnenhandlung halt etwas mit demjenigen zu tun. Und da in der Binnenhandlung erfahren wir eben ganz viel aus der Geschichte Chinas, also die ganze Sache rund um die Kulturrevolution mit den Arbeits- und Umerziehungslagern, mit den öffentlichen Denunziationen und der ständigen Selbstkritik, gewisser Unterdrückung bis halt hin dann zum Tiananmen-Massaker, falls man das so ausspricht. Und das war für mich halt, also spannender ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall bedrückender irgendwie, dadurch auch mitreißender. Und ich möchte euch mal ein Zitat geben, wo jemand dann später in Retrospektive auf die Zeit zurückblickt, wie es denn damals war, und derjenige sagt: "It was just the way life was back then. People lost one another. You could be sent 5000 kilometers away with no hope of coming back. Everyone had so many people like this in their lives. People who had been sent away. This was the bitterness of life, but also the freedom. You couldn't live against the reality of the time, but it was still possible to keep your private dreams. Only they had to stay that way. Intensely, powerfully private. You had to keep something for yourself, and to do that, you had to turn away from reality. It's hard to explain if you didn't grow up here. People simply didn't have the right to live where they wanted, to love who they wanted, to do the work they wanted. Everything was decided by the party. When the demonstrations began, the students were asking for something simple. In the beginning, it wasn't about changing the system or bringing down the government, let alone the party. It was about having the freedom to live where you choose, to pursue the work you loved. All those years, our parents had to pretend. To see the future in a different light takes time, but we thought everything could begin within this first movement." Und ich hatte zufälligerweise gerade in der Zeit auch mehrere Videos über Hertha Müller und Paul Celan gesehen, und in deren beider Leben spielten ja Lager auch auf eine gewisse Weise eine Rolle. Und vor allem das Video von Hertha Müller, ich werde euch das unten verlinken, es sind drei Teile hochgeladen, jeweils 15 Minuten. Das war so bedrückend, so unangenehm. Und also sie wird dann auch so ein bisschen fahrig und fasst sich immer so in die Hände, die Haare. Und das war, also ich fand das, ich habe da gar nicht so richtig die Worte für. Ich fand das sehr unangenehm, aber dadurch halt sehr interessant, auch beim Zuschauen. Und natürlich ist es hier irgendwie, naja, ganz anders ist es auch nicht, aber auf jeden Fall eine andere Situation als bei Hertha Müller. Und trotzdem war das sehr, sehr passend und hat mir das Ganze nochmal irgendwie lebendiger gemacht oder näher gebracht, auf jeden Fall. Und dieses Video mit Hertha Müller würde ich euch übrigens auch empfehlen, wenn ihr noch nie etwas von ihr gelesen habt. Das fand ich richtig, richtig gut. Und auch hier gab es zum Beispiel eine Szene, so eine öffentliche Denunziation. Also auf Deutsch haben die doch, glaube ich, auch nochmal so einen anderen Begriff. Oder, also ich habe es halt auf Englisch gelesen, bin mir gerade nicht ganz sicher. Also wo jemand auf die Bühne gestellt wird und durchaus erstmal nur mit Worten fertig gemacht wird und er das auch wiederholen muss und dann haben wir, ich bin nichts wert, ich habe alles was. Und das ging ja teilweise aber auch wirklich bis zum Tod, wenn sie dann angefangen haben, auch wenn sie halt so von Schülerinnen verprügelt wurden, junge 15-jährige Mädels oder so, na egal. Also da war eine Szene, die war richtig, richtig schlimm. Auch, also es war halt alles so, hat alles ineinander gespielt. Ich habe das gehört, wie Hertha Müller über ähnliche Dinge gesprochen hat, und dann stand das hier noch drin. Und ich möchte euch aber nochmal ein anderes Zitat vorlesen, nicht diese Szene, die wäre auch zu lang. Und ja, ich möchte euch aber eine wiedergeben, wo nochmal dargestellt wird, wie willkürlich das teilweise halt war. Und dann stand hier so: "The so-called enemies of the people are the ones whose luck has run out, nothing more. One day the traitor is Shen Kongwen, the next Gao Moro." Falls ich das richtig ausgesprochen habe. "If they want to come for you, they will come. And it doesn't matter what you read or what you fail to read. The books on your shelves, the music you cherish, the past lives you've lived, all these details are just an excuse." Und sowas sind halt wirklich immer die Geschichten, die mich absolut mitreißen, weil ich durchaus auch am Verzweifeln bin über die Menschheit. Und das ist ja auch alles passiert, so oder auf ähnliche Art und Weise. Und man liest davon und man sieht die Welt auch heutzutage. Und ich meine, das hat sich vielleicht gebessert, aber so viel in der Welt hat sich nicht
gebessert. Und ich glaube, das ist halt, also für mich ist es halt immer wieder wichtig, das sich immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, wo wir herkommen, wo wir gerade immer noch stehen und warum wir es halt irgendwie als Menschheit immer noch nicht geschafft haben. Und das kann mich teilweise richtig runterziehen, aber ich lese es halt doch immer wieder gern. In dem Fall hier hat man auch noch den schönen Aspekt, dass Sprache und Musik auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise immer wieder mit der Geschichte verwoben werden. Also ich habe einiges auch einfach über das chinesische Schriftsystem gelernt, was ich total interessant fand. Und ich möchte euch sehr gerne mal zwei Stellen vorlesen, in denen Musik beschrieben wird, weil das ist natürlich auch eine Kunst, Musik durch Worte lebendig werden zu lassen. Und die erste Szene wird folgendermaßen beschrieben: The room stilled. Professor Liu lifted his violin. Sparrow's Sonata for Piano and Violin, dedicated to my father, began. At first, the violin played alone, a seam of notes that slowly widened. When the piano entered, I saw a man turning in measured, elegant circles. I saw him looking for the center that eluded him, this beautiful center that promised an end to sorrow, the lightness of freedom. The piano stepped forward and the violin lifted, a man crossing a room and a girl weeping as she climbed a flight of steps. They played as if one sphere could merge into the other, as if they could arrive in time and be redeemed in a single overlapping moment. And even when the notes they played were the very same, the piano and violin were irrevocably apart, drawn by different lives and different times. Yet, in their separateness and in the quiet, they contained one another. Und nachdem ich gerade kurz an die Kamera kam, möchte ich noch ein zweites Beispiel dafür geben. Es handelt sich interessanterweise um dasselbe Musikstück, was beschrieben wird. Allerdings sprechen hier zwei Leute darüber, zwei andere Leute, als sie das noch nicht hören, sondern quasi nur die Noten sehen. Und da sagt der eine: The piano part is mysterious, isn't it? He turned a few pages. First it enters late. Second, I find it cold. See how it never loses control and is never out of breath? And yet I feel there's a great hunger here. It wants to control things, to push the violin closer to the edge, maybe. It was true. In the last third, the violin spun in faster and faster, nearly impossible circles. She said aloud, without thinking, "Not love, then, but something like it." She and K played the piece again, and the incompatibility between the two instruments heightened, like a dance between two lovers who had long since ruined one another and yet moved forward in the same maddening steps. It doesn't end well, thought Zuli, reaching for the notes, her back pinched, her neck aching. She was the devil playing. The walls of room 103 danced sideways and seemed to give way to her, as if she had become the rain and torrent. Also ich finde es sehr, sehr schön beschrieben und tatsächlich hat mir dieses Buch Musik nochmal viel, viel lebendiger werden lassen als zum Beispiel Der Lärm der Zeit von Julian Barnes, was ja auch gut war. Und tatsächlich haben wir ja auch eigentlich ähnliche Themen. Also hier geht es um das Verhältnis zwischen Kunst, speziell Musik und Macht, aber ein bisschen auf einer individuelleren Ebene als in dem anderen Buch. Denn da ging es ja, sag ich mal, um die große Persönlichkeit Schostakowitsch, der war ja damals auch schon ein berühmter Komponist. Und hier ist eher vielleicht so ein bisschen die Frage, wie man als auch normaler Mensch sich selbst treu bleiben kann in so einem bedrohlichen, teilweise eben auch unterdrückerischen System. Das fand ich sehr, sehr gut wiedergeben. Außerdem kann mich ja Sprache doch über einige Schwächen in einem Buch immer mal wieder hinwegtrösten. Und auch hier haben wir sehr, sehr viele schöne Formulierungen. Da möchte ich euch nur noch mal zwei ganz kurze geben. Das sind die letzten Zitate, die ich euch vorlesen möchte. Nummer 1 beschreibt eine Situation, in der jemand gerade weint. Und dann steht hier: Not only did she weep, but she was too overcome to turn away or cover her face. The sound disturbed me so much, a low keening that dismantled everything. I thought she was saying, "Help me, help me." I was terrified that if I touched her, her pain would swell inside my body and become my own forever. Das finde ich sehr, sehr schön ausgedrückt. Zumal man ja oftmals auch gerade so, wenn jemand neben einem weint, eine gewisse Hilflosigkeit verspürt, aber auch nicht so richtig weiß, was soll man tun? Wie kann man demjenigen helfen? Nützt es etwas, das Leid zu teilen? Oder ja, also fand ich schön beschrieben, diesen Moment. Und noch ein allerletztes Zitat. Einfach nur eine schöne Beschreibung einer Frau. Da steht: She was as graceful and beautiful as a written word, but any word could be so easily erased. Das heißt, am Ende habe ich es doch ziemlich toll gefunden, aber ich kann halt so den etwas langsamen Start auch nicht ignorieren. Es hatte halt wirklich viele einzelne Elemente, die ich dann ganz toll fand. Ich kann auch halt, wie gesagt, immer wieder so von Systemen lesen, in denen es Menschen schwierig haben, egal ob es nun wirklich geschehen ist oder ob das Dystopien sind. Sowas kann mich immer wieder mitreißen. Das berührt mich, glaube ich, so von den Geschichten mit am meisten. Ist halt vielleicht keine absolute Empfehlung. Also es gibt so Kleinigkeiten,
wo es halt ein bisschen dauert, bis es in Fahrt kommt. Aber also ich finde für jeden, der sich für China interessiert, auf jeden Fall empfehlenswert. Und aber eigentlich auch für viele, viele andere, die Elemente der Musik waren toll. Allgemein halt auch, was Macht mit Menschen macht, wie sie sich verändern, wenn sie auch schlimme Erfahrungen gemacht haben, wie das dann immer noch in die Gegenwart mit reinspült. Also doch viel, viel Gutes dabei. Und das heißt, grundsätzlich eigentlich schon eine Empfehlung, auch wenn wir ein Stück gebraucht haben, bis wir miteinander warm geworden sind. Das Buch war ja, wie gesagt, für mehrere Preise nominiert. Vielleicht hat es ja der ein oder andere von euch dann auch schon gelesen und kann mit mir drüber reden, wie ihr es fandet, ob ihr, wie gesagt, auch ein Stück gebraucht habt, um reinzukommen. Ansonsten würde ich gerne wissen, ob ich euch Lust darauf gemacht habe. Wie gesagt, im September kommt die deutsche Ausgabe raus, dauert ja nicht mehr allzu lang. Und ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.